Teil 1. 1. Gibt es diese Sportschuhe auch in Rot? Ja, aber die roten sind nicht im Angebot. Die sind also etwas teurer. Was kosten denn die roten Schuhe? 98,50 Euro. Ja, das ist ziemlich viel. Ich weiß nicht. 98,50 Euro? Kann ich die Schuhe mal sehen? Ja, gern. Ich hole sie sofort. Die sind wirklich sehr schön. Gibt es diese Sportschuhe auch in Rot? Ja, aber die roten sind nicht im Angebot. Die sind also etwas teurer. Was kosten denn die roten Schuhe? 98,50 Euro. Ja, das ist ziemlich viel. Ich weiß nicht. 98,50 Euro? Kann ich die Schuhe mal sehen? Ja, gern. Ich hole sie sofort. Die sind wirklich sehr schön. Entschuldigung, wie komme ich am besten zum Bahnhof? Zu Fuß ist es ziemlich weit. Sie können mit einem Taxi fahren oder den Bus nehmen. Lieber den Bus, aber ich habe keine Fahrkarte. Die Fahrkarten bekommen Sie da im Zeitungsladen. Sie müssen die Linie 12 nehmen, die fährt direkt zum Bahnhof. Entschuldigung. Wie komme ich am besten zum Bahnhof? Zu Fuß ist es ziemlich weit. Sie können mit einem Taxi fahren oder den Bus nehmen. Lieber den Bus. Aber ich habe keine Fahrkarte. Die Fahrkarten bekommen Sie da im Zeitungsladen. Sie müssen die Linie 12 nehmen. Die fährt direkt zum Bahnhof. 3. Guten Tag, ich bin Alois Huber. Ich habe um 10 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Beile. Guten Tag, Herr Huber. Leider kommt Frau Dr. Beile heute etwas später. Können Sie vielleicht hier warten? Ich habe sehr wenig Zeit. Wie lange muss ich denn warten? Eine halbe Stunde, bis 10:30. Gut, dann bin ich in 30 Minuten wieder hier. Guten Tag, ich bin Alois Huber. Ich habe um 10 Uhr einen Termin bei Frau Dr. Beile. Guten Tag, Herr Huber. Leider kommt Frau Dr. Beile heute etwas später. Können Sie vielleicht hier warten? Ich habe sehr wenig Zeit. Wie lange muss ich denn warten? Eine halbe Stunde, bis 10:30. Gut, dann bin ich in 30 Minuten wieder hier. Vier. Guten Tag, Herr Paulsen. Wie schön, dass ich Sie hier treffe. Wohnen Sie auch in der Wielandstraße? Ach, Frau Meier, guten Tag. Nein, ich wohne nicht hier. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich sehe Sie so oft hier. Wo wohnen Sie denn? In der Iflandstraße. Das ist nicht weit von hier. In dem schönen neuen Haus an der Ecke? Nein, ich wohne Iflandstraße Nummer 35. Das ist kein neues Haus. Guten Tag, Herr Paulsen. Wie schön, dass ich Sie hier treffe. Wohnen Sie auch in der Wielandstraße? Ach, Frau Meier, guten Tag. Nein, ich wohne nicht hier. Wie geht es Ihnen? Danke, gut. Ich sehe Sie so oft hier. Wo wohnen Sie denn? In der Iflandstraße. Das ist nicht weit von hier. In dem schönen neuen Haus an der Ecke? Nein, ich wohne Iflandstraße Nummer 35. Das ist kein neues Haus. 5. Oh, wie schade. Heute ist das Museum geschlossen. Wann können wir es denn sehen? Das Museum ist von Dienstag bis Donnerstag geöffnet, am Vormittag von 9 bis 12 Uhr. Aber wir können nur am Nachmittag kommen. Das Museum ist am Mittwoch und am Freitag von 15 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Danke. Wir kommen am Freitag wieder.
6. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nach Koblenz fahren, morgen früh. Möchten Sie mit dem Schiff fahren? Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, es gibt auch noch den Zug und einen Bus. Was finden Sie besser? Also, wann fährt der erste Zug? Um 7.33 Uhr. Ja gut, ich nehme den Zug um 7.33 Uhr. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte nach Koblenz fahren, morgen früh. Möchten Sie mit dem Schiff fahren? Nein, ich habe nicht so viel Zeit. Ja, es gibt auch noch den Zug und einen Bus. Was finden Sie besser? Also, wann fährt der erste Zug? Um 7.33 Uhr. Ja gut, ich nehme den Zug um 7.33 Uhr. Hören Teil 2. Beispiel. Van der Velde, angekommen aus Amsterdam, wird gebeten, sich am Schalter 17 in der Halle A zu melden. Herr Adrian van der Velde, bitte zum Schalter 17 in Halle A. 7. Liebe Fahrgäste, wir kommen jetzt zur Raststätte Kamener Kreuz. Hier machen wir eine längere Pause. Sie können etwas essen und trinken. Wir fahren um 20.15 Uhr weiter. Jetzt ist es 7:45 Uhr. Wir fahren in einer halben Stunde weiter. Seien Sie bitte pünktlich wieder am Bus. Guten Appetit. Erreichen wir den Bahnhof Steinkamm. Wir bitten die Fahrgäste, auf der linken Seite auszusteigen. Nächster Halt Bahnhof Steinkamm. Steigen Sie bitte in Fahrtrichtung links aus. 9. Besondere Angebote gibt es heute im dritten Stock. Sportschuhe bis Größe 36 ab 9,90 Euro. T-Shirts bis 120 cm für 3 Euro. Kinder, Jeans und Pullover ab 7 Euro. Nach dem Einkauf gibt es für Mütter und Kinder eine kleine Erfrischung. Herzlich willkommen. 10. Die kleine Elisabeth sucht ihre Mutter. Wir haben sie in der Abteilung Damenoberbekleidung gefunden. Sie ist jetzt am Informationsschalter im 8. Stock. Die Mutter von Elisabeth soll bitte zum Informationsschalter im 8. Stock kommen. 3. 11. Hallo Gisela, hier ist Sibylle. Bist du fertig mit den Hausaufgaben? Gehst du mit mir einkaufen? Katrin kommt auch mit. Wir wollen in das neue Geschäft in der Hauptstraße gehen. Wir treffen uns um 5 am Kiosk vor der Schule. Komm doch auch. Tschüss! Hallo Gisela, hier ist Sibylle. Bist du fertig mit den Hausaufgaben? Gehst du mit mir einkaufen? Katrin kommt auch mit. Wir wollen in das neue Geschäft in der Hauptstraße gehen. Wir treffen uns um 5 am Kiosk vor der Schule. Komm doch auch. Tschüss! 12. Guten Abend, Herr Müller. Hier ist das Autohaus Reilich. Ihr Auto ist jetzt fertig. Sie können es morgen abholen. Wir haben von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist hier geschlossen. Fragen Sie bitte nach Herrn Schmedig. Sie können das Auto dann gleich mitnehmen. Guten Abend, Herr Müller. Hier ist das Autohaus Reilich. Ihr Auto ist jetzt fertig. Sie können es morgen abholen. Wir haben von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Am Nachmittag ist hier geschlossen. Fragen Sie bitte nach Herrn Schmedig. Sie können das Auto dann gleich mitnehmen. 13. Guten Tag, Frau Beermann. Hier ist die Firma Intercom. Können Sie bitte morgen Vormittag zu einem Gespräch zu uns kommen? Am besten zwischen 10 und 11. Ich sage Ihnen noch einmal die Adresse. Tiroler Straße 278, das ist nicht weit vom Thälmannplatz. Hinter dem Haus finden Sie einen Parkplatz. Guten Tag, Frau Beermann. Hier ist die Firma Intercom. Können Sie bitte morgen Vormittag zu einem Gespräch zu uns kommen? Am besten zwischen 10 und 11. Ich sage Ihnen noch einmal die Adresse. Tiroler Straße 278, das ist nicht weit vom Thälmannplatz. Hinter dem Haus finden Sie einen Parkplatz.
14. Hallo Franz, hier ist Susanne. Ich habe jetzt alle Informationen. Morgen gibt es viele Züge nach Dresden. Ich finde aber, wir fahren lieber früh ab. Da ist ein Intercity um 8:30, dann sind wir um 12:30 in Dresden. Das ist doch prima, oder? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Ich komme heute erst um 9:45 nach Hause. Hallo Franz, hier ist Susanne. Ich habe jetzt alle Informationen. Morgen gibt es viele Züge nach Dresden. Ich finde aber, wir fahren lieber früh ab. Da ist ein Intercity um 8:30, dann sind wir um 10:30 in Dresden. Das ist doch prima, oder? Ruf mich bitte auf dem Handy an. Ich komme heute erst um 9:45 nach Hause. 15. Hier ist die Praxis von Dr. Weinrich. Die Praxis ist geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Wenn Sie einen Termin am Nachmittag brauchen, rufen Sie bitte an unter der Nummer 455891. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.